Hallo, hier war Felix. Heute zum Thema Wartung. Wartung von einem Haldex-System bzw. Ölwechsel von einer Haldex-Pumpe. Haldex haben wir ja in der Hinterachse verbaut bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern. Und die Pumpe muss man normalerweise nicht ausbauen, sondern wirklich nur laut Herstellervorgaben das Öl wechseln. Das Problem ist, wenn man nur das Öl wechselt, haben wir das Problem, die Auffälligkeit, dass man sehr viel Dreck, Schleim im Endeffekt oder Ölschlamm uns vom Sieb sich sammelt. Also es ist hier ein gereinigtes Sieb und dadurch wird das Sieb verstopft und die Pumpe kann im Endeffekt kein frisches Öl mehr ansaugen und geht dadurch kaputt. Wir empfehlen es und wir machen es auch so, dass wir im Endeffekt die Pumpe einmal ausbauen und dann wieder reinigen. Das Sieb kann man sogar runterschrauben und wieder nachher wieder einbauen. Das Ganze brauchen wir im Endeffekt zwei Dichtringe. Das sieht man jetzt hier. Aber auch auf der Explosionszeichnung sieht man die Position Nummer 8, sind die Dichtringe. Das hat man zwar minimalen Mehraufwand und auch etwas mehr Materialkosten, aber langfristig hat man im Endeffekt ein System, wo nicht kaputt geht oder eine Haldex-Pumpe, wo nicht kaputt geht, bedingt durch zwei Schrauben mehr lösen und zwei Dichtungen ersetzen. Absolute Empfehlung von unserer Seite aus, das so zu machen. Wie gesagt, alle Fahrzeuge VAG-Konzern mit Allrad oder mit Haldex Hinterachse. Bis bald, euer Felix.